Da stehen wir jetzt im strahlenden Sonnenschein. Wunderbares Wetter, etwas kühl, aber einfach herrlich. Ja, wegfahren ist ja im Moment nicht möglich. Aber wir wollen die Gelegenheit nutzen, was wir schon lange angekündigt haben, euch mal über unsere Zusatzeinbauten aufklären. Wir haben ja, da haben wir schon zwei Videos drüber gedreht, das Gas einbauen lassen, einen Gastank. Wir haben ein Fantastic Fend einbauen lassen. Das stellen wir noch bei Gelegenheit mal vor. Und jetzt sind wir hierher gefahren und wollen euch unser Elektropaket vorstellen. Das heißt Solar- und Lithiumbatterie und Ladebooster. Und nach dem Intro geht's los, oder? Ja, klar. Legen wir los und erzähle euch, wie es uns ergangen ist. Ob wir zufrieden sind. Oder nicht. Oder nicht. Ob wir schimpfen müssen oder ob alles okay ist. Also, wir haben ja unser Fahrzeug schon ziemlich aufwendig ausstatten lassen durch Aufpreisliste von Firma Hümer. Das heißt, wir haben einen Wechselrichter eingebaut. Wir haben zwei zusätzliche 95 AH Geldbatterien eingebaut, sodass wir drei 95 AH Batterien hatten. Und wir haben gleich eine Solaranlage mit 200 Watt drauf machen lassen und haben festgestellt, dass das alles nicht ausreicht. Entweder waren unsere Gelbatterien nicht hundertprozentig in Ordnung. Tatsache ist eins, wir hatten ständig Stromprobleme, denn bei uns stellt sich die Situation so dar, dass wir meistens frei stehen, also gar keine Möglichkeit haben, irgendwo eine Stromsäule zu benutzen. Aus dieser Überlegung heraus haben wir dann gesagt, wir brauchen eine erweiterte Solaranlage. Und was wir dann festgestellt haben, also wir haben dann die Solaranlage um weitere 320 Watt verlängern lassen. Ich fliege mal mit der Drohne drüber, dann könnt ihr euch die Bilder anschauen, wie das jetzt bei uns bestückt ist am Dach. Und diese 520 Watt Solaranlage, die ziehen dann sehr viel Strom. Die Gelbatterien waren randvoll. Aber sie haben dann trotzdem bei unserem Energiebedarf oftmals uns in Probleme gebracht, vor allen Dingen, wenn der Himmel bedeckt gewesen ist, weil sie dann einfach die Leistung nicht halten konnten oder nicht erbracht haben, dass wir ein paar Tage bei bedecktem Himmel unsere Sachen nutzen konnten. Deswegen haben wir gesagt, es muss jetzt die mittlerweile auf dem Markt sich befindliche Lithiumbatterie rein und die haben wir uns auch einbauen lassen. Und das Ganze hat sehr gut funktioniert und ich zeige euch jetzt mal die einzelnen Komponenten. Also mit der Drohne, die Bilder habt ihr schon gesehen, wie die Solaranlage ausschaut auf unserem Dach. Und jetzt gehen wir mal direkt an die Geräte ran. So, da ist unser ganzes Elektropaket untergebracht. Das hier ist der Ladebooster. Das hier ist der Solarregler von Victron, der unsere neue, die 320 Watt regelt. Und das ist diese AH-Batterie. Und diesen Batterieladestand kann man nur erkennen, wenn man diese Taste drückt. Was natürlich ziemlich blöd ist, wenn man sich im Fahrzeug befindet, und deswegen gibt es dazu eine App, die blende ich dann noch ein. Also da kann man genau sehen, wie der Ladezustand der Batterie ist. Man kann dann auch sehen, wenn man fährt mit Ladebooster, wir wollten das natürlich alles demonstrieren, aber das ist jetzt nicht möglich, weil wir da jetzt mit Auto nicht rumfahren können und außerdem die Batterie komplett voll ist. Dieser Ladebooster, der begünstigt erstmal, dass die Batterie sehr schnell geladen wird und zweitens auch nur mit einem begrenzten Strom, denn so habe ich das zumindest verstanden. Also wie gesagt, das ist ja wieder ein Video vom Laien für Laien, ja, und ich habe mal sagen lassen, dass normalerweise der Ladestrom viel zu hoch ist, dass also die Kabel kaputt gehen, und deswegen muss der Ladebooster rein, weil der diesen Zulauf an Kapazität begrenzt. Das, jetzt hier, das müsste also der andere Laderegler sein für diese 200 Watt.
Solaranlage, also die wir schon von Haus auf haben einbauen lassen. Und das da ist der Sicherungskasten und da ist ein kleiner Schalter und da kann man das ganze Fahrzeug stromlos machen. Das heißt also für diejenigen, die nicht über ausreichend Solar verfügen und die keine Alarmanlage benötigen, die sollten ihr Fahrzeug am besten stromlos machen. Wir machen das nicht, weil unser Fahrzeug steht in der freien Natur und da soll die Alarmanlage aktiv sein. Also was wir auf jeden Fall bestätigen können, ist, dass die Solaranlage sehr leistungsstark ist. Wir blenden auch mal ein paar Aufnahmen ein, die wir gemacht haben Ende Dezember, als es ziemlich kalt außen war und als es im Dauerregen war. Und selbst da kann man erkennen, dass die Solaranlage 1,1 Ampere Strom zieht. Das heißt, man braucht ja eine ganze Batterieladung bei der 180 AH-Batterie. Die verbraucht man in der Regel nicht den ganzen Tag, sodass die nachgeladen wird. Und wenn das mal nicht ausreichen sollte, dann ist auch dafür der Ladebooster vorhanden. Das heißt, man schaltet dann den Motor ein und lädt relativ zügig die Batterie wieder auf. Das ist also der große Vorteil vom Ladebooster. Und natürlich, wenn man mit dem Auto fährt, dann geht es ganz schnell, dass der 40 Amperestunden in dieser Größenordnung lädt der während der Fahrt nach, also zwischen 40 und 50 Amperestunden. Und das ist, wie gesagt, eine begrenzte Leistung, weil sonst wohl die Kabel durchschmoren würden. So habe ich mir das als Laie sagen lassen. Ich glaube, ich habe schon betont, das ist ein Video von Laien, nämlich von mir, für Laien, nämlich für euch. Und wenn der Experte mich korrigiert, weil ich irgendwas nicht richtig verstanden habe oder etwas falsch wiedergegeben habe, dann ist das kein Problem. Dann lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren. Was ganz wichtig ist, ist ein Wechselrichter, weil nicht alles über 12 Volt betrieben werden kann. Zum Beispiel ein Haarföhn geht nicht über 12 Volt. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass es da einen gibt. Auch meinen Laptop zum Beispiel, den lade ich über 220 Volt Wechselstrom und dafür braucht man einen Wechselrichter, der also die Spannung umwandelt, einen Spannungswandler, und den blende ich euch mal ein, wo wir den sitzen haben. Da gibt es dann auch einen Zentralschalter, also der steht bei uns auf Automatik und müsste eigentlich immer ein- und ausgeschaltet werden. Wir lassen den auf Automatik stehen und dann gibt es noch einen Knopf, wo man den dann per Knopfdruck aktiviert oder deaktiviert, und darauf solltet ihr achten, weil wenn der aktiviert ist, dann frisst er automatisch Strom, was jetzt bei uns nicht mehr das große Problem ist durch diese 180 AH-Batterie. Also diese Lithium-Batterie, die ist schon ein enormer Vorteil. Dann möchte ich noch was zu den Solarpanelen sagen. Also wir haben ja jetzt, wie ihr gesehen habt, alles am Dach voller Solarpaneele. Das ist auch sehr okay. Die reinigen sich mehr oder weniger selber. Es ist jetzt im Moment ein bisschen eine kleine Schicht drauf von von den Pollen, die da rumfliegen in der Luft. Und das reinigt sich durch einen Regen dann wieder von selber. Das beeinträchtigt auch die Leistung nicht sonderlich, vor allen Dingen nicht, wenn man 500 Watt da oben droben hat. Was die Leistung beeinträchtigt natürlich, auf jeden Fall, das ist Schnee. Wenn Schnee drauf liegt und ihr braucht die Solarpaneele, dann müsst ihr den Schnee wegmachen. Aber trübes Wetter, Regen und so weiter, das beeinflusst es natürlich schon, aber es ist so viel Energie vorhanden, dass die Batterie trotzdem voll wird. Was wir auch noch hier haben, ist der Fantastic Fan, den stellen wir noch in einem separaten Video vor. Aber dieser Fantastic Fan, der benötigt auch etliches an Energie. Wenn die Sonne scheint, ist es kein Problem. Aber es war so, dass die Sonne oder die 200 Watt Paneele die Energie gar nicht hergebracht haben, beziehungsweise die alten Gel-Batterien die Energie nicht halten konnten, sodass wir auch den Fantastic Fan am Abend nicht mehr betreiben konnten, weil sonst die Batterie zu leer gewesen wäre. Sollte uns jetzt bei 180 AH Lithium-Batterie nicht mehr passieren, haben wir noch keine Praxiserfahrung, weil wir diese Lithium-Batterien erst im November haben einbauen lassen. Jetzt im Sommer hoffen wir, dass wir irgendwann wieder unterwegs sein können. Dann werden wir das testen und dann berichten wir natürlich über den Fantastic Fan und auch über die Probleme, die es damit gegeben hat. Haben wir nämlich gehabt. Also wenn wir den Wechselrichter benötigen, dann machen wir hier diese Klappe auf und haben hier einen Schalter. Und wenn ich da drauf drücke, dann sieht man am roten Licht, der ist an.
und so ist er dann wieder ausgeschalten. Das ist also relativ gut gelöst bei uns, wie so vieles in unserem Güssel. Wir waren jetzt ein bisschen beschäftigt noch mit der Starterbatterie. Da haben wir auch gleich an dem Tag, an dem uns das beschäftigt hat, gedreht. Und das spielen wir euch mal schnell ein. So, und hier sieht man, dass die Spannung der Starterbatterie 11,95 Volt hat. Das Fahrzeug war jetzt ungefähr eine Woche gestanden und es ist natürlich viel zu wenig. Das ist der Nachteil, wenn einfach die Starterbatterie nicht mit der Solaranlage verbunden ist, denn die Solaranlage ist komplett voll. In meinen Augen macht das überhaupt keinen Sinn. Wir haben dann als Alternative hier dieses Solarpanel, was hier reingesteckt wird in den Zigarettenanzünder oder in die 12-Volt-Steckdose. Ob das allerdings was bringt, das vermag ich final nicht zu sagen. Schaden tut es nicht vermutlich, deswegen haben wir es angesteckt und jetzt schauen wir mal, ob wir es auch überhaupt loskriegen oder ankriegen. So, und jetzt kann man natürlich erkennen, dass 14 Volt da drauf sind. Das ist ganz klar, weil ja jetzt der Motor läuft. Und der Ladebooster, der braucht im Moment überhaupt keine Arbeit machen, denn die Batterie ist zu 100% gefüllt. Also für mich ist es ein großes Manko, dass die Starterbatterie nicht mit der Solaranlage verbunden ist. Und ich denke, in einem Fachbetrieb sollte das auch so gemacht werden. Es erschließt sich mir kein Grund, warum das so nicht gemacht wird. Mittlerweile ist es mit der Starterbatterie gelöst. Die ist also angeschlossen an die Solaranlage. Wir haben ja zwei Solarregler drinnen, wie ich euch gezeigt habe, nämlich einen von Büttner und einen von Victron. Victron bietet nicht die Möglichkeit, den Anschluss von einer Starterbatterie und der Solarpaneele und der Bordbatterie, aber Büttner bietet diese Möglichkeit. Und deswegen ist an unseren Solarregler mit der 200 Watt Solaranlage oder den Solarpanelen, da ist dann auch jetzt die Starterbatterie angeschlossen. Und wie ihr an der App sehen könnt, also das haben wir jetzt gerade aufgenommen, das Auto war jetzt auch frei gestanden. Jetzt auf einmal haben wir über 13 Volt Strom auf der Batterie und so sollte es ja sein. Und so können wir dann auch das Auto mal 4 Wochen oder länger stehen lassen, ohne dass wir das stromlos machen müssen. Also das Ganze war ein ordentlicher Aufwand. Ich muss ganz klar dazu sagen, also die Wohnmobil-Spezialausbauer, wir haben es bei einer Spezialfirma machen lassen, die Wohnmobil-Spezialausbauer, das sind keine Schnäppchenfirmen, die wissen, dass also ihre Arbeit im Moment sehr gefragt ist und entsprechend lassen die sich das auch an den Preisen oder lassen die das den Kunden auch an den Preisen spüren, was ja okay ist. Man hat ja die Möglichkeit zu sagen, das machen wir oder das machen wir nicht. Diejenigen, die versiert sind, die können das selber machen. Ich bin's nicht, deswegen muss ich das bezahlen. Wir haben uns einbauen lassen einen 50 Liter Gastank. Mit allen drum und dran. Wir verlinken nochmal das Video dazu, da ist der Gastank beschrieben. Der hat uns gekostet 2215 Euro. Wir haben einen Fantastic Fan einbauen lassen. Da folgt noch ein Video dazu, auch was für Probleme wir damit gehabt haben. Der hat uns 750 Euro gekostet inklusive Einbau. Dann haben wir uns eine 320 Watt Solaranlage mit Regler einbauen lassen, die hat uns 2175 Euro gekostet. Dann haben wir die Liontron Batterie inklusive, also die 180 AH Batterie einbauen lassen mit Ladebooster. Die hat uns inklusive noch einer Zusatzleistung, weil wir den Fantastic Fan noch mal umsetzen haben lassen, 4280 Euro gekostet. Und nachdem ich festgestellt habe, dass diese Liontron-Batterie einen
keinen Monitor hat, an dem ich den Ladezustand erkennen kann, außer ich gehe raus ans Auto und drücke die Taste, die ich euch ja gezeigt habe, haben wir uns noch einen Batteriemonitor einbauen lassen mit Handy-App und da hat man uns dann nochmal 495 Euro inklusive Einbaukosten abgenommen, was wir auch jeden raten, dass er sich diese Information mit einbauen lässt. Also gesamt haben wir unter 10.000 Euro für das alles bezahlt, abgesehen mal von den ganzen Aufwendungen, Fahrtkosten etc., die wir gehabt haben. Wir waren etliche Mal bei der Firma, denn es gab auch ein paar Probleme. Wie gesagt, über den Fantastic Fan machen wir noch separat einen Bericht, den haben wir auch noch nicht richtig ausgetestet. Wir sind oft gefragt worden, weil es hat sich herumgesprochen, dass wir da Einbauten haben machen lassen, ob wir das wieder tun würden. Und ich muss sagen, es gab Störungen, aber wir würden es trotzdem immer wieder tun, weil für uns als viele Freisteher, wir stehen sehr gerne frei, für uns ist es einfach so autark zu sein mit dem Wohnmobil eine super tolle Sache. Probleme hatten wir nach dem Einbau im Mai 2019, ist also unsere alte Heizung ausgefallen. Das war verdammt blöd, weil ich geschäftlich unterwegs gewesen bin und am nächsten Tag, da war es nämlich noch recht kalt und am nächsten Tag habe ich kein Warmwasser gehabt, wo ich mich hätte duschen können, da musste ich mich kalt abwaschen. Das war verdammt blöd, ja, aber es ging dann, ich habe es dann gelöst. Der Fantastic Fan, der wurde uns an einer falschen Stelle eingebaut, aber das, wie gesagt, berichtet man auch. Dann wurde vergessen, einmal die alte Heizung zurückzusetzen, sodass wir dann, da haben wir auch ein Video drüber gedreht, wie wir in Marburg gestanden sind, wieder einen Heizungsausfall hatten. Heute wissen wir uns zu helfen, damals wussten wir uns noch nicht zu helfen. Dann ging die Tankanzeige kaputt. Das kann passieren, natürlich, funktioniert offensichtlich jetzt wieder. Und einmal war die Batterie leer, weil wir diese Heizung eingeschaltet haben für den Tank, die ja eigentlich ab 8 Grad Kälte oder 8 Grad Temperatur, Außentemperatur eingeschaltet werden soll, weil dann das Gas nicht mehr richtig fließt. Und den haben wir laufen lassen und sich hat die Batterie leer gesaugt. Und dann hat man noch das Problem natürlich mit der Fahrzeug, also mit der Starterbatterie. Aber das ist mittlerweile gelöst. Wir können sagen, der Ausbauer war nicht günstig, aber er war bemüht, unsere Probleme und die Reklamationen, die wir gehabt haben, ordentlich zu beseitigen. Und dafür bedanken wir uns auch. Wir sind im Großen und Ganzen mit der Wahl der Firma zufrieden. Wie gesagt, billig war es nicht. Ob es jemandem das wert ist, das muss man wissen. Wir sagen, wir wollten es investieren, wir haben es investiert und wir sind froh, dass wir es haben. Jetzt möchte man nur irgendwann wieder unterwegs sein mit dem Ganzen und das ausprobieren. So, das war unsere Elektronik, das waren unsere Zusatzeinbauten. Mhm. Mhm. Krass. Die Ursi hat es genehmigt. Warum? Naja, nicht jede Frau genehmigt zur Ausgabe. Ach, das kommt mir ja schließlich auch zugute, ja. Also, das war auch etwas eigennützig. Ja, man muss aber auch dazu sagen, wir brauchen relativ viel Strom. Wir schauen zwar nicht allzu viel Fernsehen, aber wir haben zwei Tablets dabei, wir haben zwei Handys dabei. Wir haben vor allen Dingen einen Laptop dabei, der ständig in Betrieb ist. Ja. Und dann schalten wir den Fernseher doch gelegentlich wieder ein. Also uns kommt es entgegen, dass es so ist. Der Strom hat uns bis jetzt auch immer ganz gut gelangt, seit wir die neue Batterie drin haben, also auch im Winter. Wir sind zufrieden, für uns war die Ausgabe das wert. Jawohl. Mhm. Auf jeden Fall. Und unser Küstel ist wieder etwas aufgewertet. Gell, was Sie? Ja, das hat er ja auch verdient. So, und jetzt, wie machen wir jetzt Schluss? Wie machen wir jetzt Schluss, indem wir einfach sagen, bleibt gesund. Bleibt gesund. Ja, bei den blöden Zeiten, die wir im Moment haben. Ja, ja, genau. Uns geht es ja genauso wie euch. Ja. Wir würden auch gerne immer unterwegs mal wieder sein. Unterwegs sein, ja. Und somit bleibt uns jetzt eigentlich ja wirklich nur noch zu sagen. Wollen wir ganz kurz was dazu sagen? Was? Wir waren noch in Mosbach kurz am Stellplatz, haben wir mal geschaut, weil wir unsere Starterbatterie aufgeladen haben. Da mussten wir eine kleine Runde drehen. Ja. Da war es noch nicht am Solar angeschlossen.
Und da haben wir am Stellplatz geschaut. Der ist übrigens im Moment geschlossen. Also ja, eben, ich konnte mir, wir wussten ja nie so genau, es hieß ja immer, die Stellplätze, Campingplätze sind alle geschlossen. Okay, Campingplatz kann man sich vorstellen, die sind ja meistens umzäunt, aber Stellplätze sind ja meistens frei irgendwie. Aber es wird und, ist ja, also es ist abgesperrt und wir blenden euch das Bild mal ein, oder? Ja, ja. Obwohl es ja keine Ausgangsbeschränkung gibt in Baden-Württemberg, ja. Nee. Man soll sich nur nicht treffen mit anderen Leuten. Mhm. Ja, man darf halt schon spazieren gehen, das heißt eindeutig, aber man soll ja eben 2 Meter Kontaktabstand haben. Es sei denn, so wie wir, wenn man verbunden ist, dann darf man da auch näher zusammenstehen, ja. Ja, ja, auch. Aber ansonsten, also so wie in Bayern ist es nicht, dass ein Ausgehverbot herrscht. Ja. Ja. Mhm. Nur die Läden haben natürlich auch geschlossen, die nicht äußerst wichtig sind. Aber der Wohnmobil, also die Reparaturwerkstatt, das wird wohl als wichtig eingestuft. Ist es ja auch, das war ja auch zum Wert der Fahrzeugerhaltung. Also da war kein Problem, dass wir da hinfahren konnten und es nachbessern lassen konnten. In dem Sinne, also wir haben alles richtig gemacht, denke ich mal. Ja. Davon gehen wir aus, ja. Und was die Technik angeht, hoffen wir, dass wir euch ein wenig informieren konnten. Mhm. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie rein. Und wenn ich was falsch gesagt habe, dann bitte entschuldigt es und die Experten können mich ja korrigieren. Mhm. Gell, Ossi? Ja, genau. Dann sagen wir Tschüss, oder? Ja, jetzt sagen wir also endgültig Tschüss. Also. Und wie gesagt, bleibt alle gesund. Macht's gut, ja. Bis demnächst wieder. Tschüss. Ja, und wenn es euch gefallen hat, Daumen nicht vergessen. Ich bin mitten am Winken und du? Der Daumen ist noch wichtiger als Winken. Ah, okay. Also ich finde Winken noch viel. Und die Daumen. Also bis dann. Tschüss.